Mit dieser Ausgabe beerdigen wir dieses Format namens Endgegner mit einem Überraschungs-Endgegner auf dem Endgegner-Thron. Es geht heute um Allgemeinwissen. Leute, bald ist endlich wieder Gamescom und um die Zeit bis dahin noch mehr zu verkürzen, hat sich die Messe ein ganz besonderes Text-RPG ausgedacht, das unser Gaming-Know-how ordentlich auf die Probe stellt. Das Ganze nennt sich Gamescom Epics, findet auf der offiziellen Website der Messe statt und führt uns durch zahlreiche Quests in insgesamt 8 Kapiteln. Ihr spielt also Epi, er ist quasi die manifestierte Firewall der Gamescom und versucht euer neu gefundenes AI-Findelkind Pixel durch die Spielewelten hindurch mit Wissen zu füttern. Geralt und Mando lassen grüßen. Dabei stoßt ihr auf diverse Rätsel und Quests rund um den Gaming-Kosmos sowie auf fiese Bugs, die Bock haben, die AI für ihre Machenschaften zu gewinnen, um die Gamescom zu verhindern. Zu gewinnen gibt es Gamecodes und DLCs von Partnern der Gamescom, Merchandise bis hin zu limitierten Sammlerstücken. Geheimtipp! Mithilfe des Epics Loot-Detektors könnt ihr sogar täglich Tickets für die Gamescom gewinnen. Und das Ganze startet jetzt! All das, Questen, Looten, Leveln bei Gamescom Epics. Tja, warum sitze ich wohl hier? Jetzt ist die Überraschung natürlich auch schon draußen. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu diesem wunderbaren Format Endgegner nach. Hätte man natürlich nochmal recherchieren können, wie viele Folgen, aber eigentlich weiß das doch keiner außer Andreas Linksch. 72 Ausgaben. 72 Ausgaben? Könnte stimmen. Das ist natürlich normalerweise der Moderator Andreas Linksch. Heute sitzt er hier auf dem Endgegner-Thron. Wie fühlt sich das denn an? Absurd. Es ist natürlich, alles kommt hier full circle. Jetzt kann ich einmal nachempfinden, wie sich das anfühlt, hier jedes Mal diesen Druck zu spüren, in diesem sehr gemütlichen Sessel zu sitzen. Und ich hoffe natürlich, dass ich hier irgendwie nochmal abräumen kann. Alles andere wäre eine Enttäuschung für mich. Du warst aber schon mal auch hier bei Endgegner nicht als Moderator tätig, sondern das war bei welchem? Hip-Hop. Bei Hip-Hop. Ja, bei US-Hip-Hop. Ja. Ja, die Leute fragen ja immer, ey, gibt's nicht mal ein Thema, wo Andreas Endgegner sein könnte? Ja, beim Thema alles habe ich mich entschieden. Mal gucken, es kann halt wirklich alles passieren. Ich habe auch ein bisschen Respekt vor den Fragen. Das ist eine wunderschöne Geschichte, die wir uns hier überlegt haben, dass du ganz zum Schluss jetzt noch mal in deinem eigenen Format geschlagen wirst. Und das können natürlich nur unsere Besten hier im Haus, die Klügsten. Wir haben überlegt, wer kann denn wirklich, wer weiß denn Dinge? Normalerweise ist immer klar, ja, wer ist denn Nintendo-Freak oder so? Gut, dann wäre das auch gleich der Gegner hier. Heute haben wir uns einfach gefragt, wer weiß denn alles? Und das ist zum Beispiel Laura. Was weißt du denn alles? Werden wir heute rausfinden, was ich alles weiß. Ich habe mich gemeldet auf den Aufruf mit der Aussage, dass ich gerne Trivial Pursuit spiele. Also ja, das hat mir gereicht. Ja, viel mehr kann ich auch nicht sagen. Okay, gibt es denn irgendwelche Themengebiete, wo du sagst, nee, das ist nicht mein Ding? Also ich würde mal sagen, dass ich wahrscheinlich keine Politik- oder Wirtschaftsfragen beantworten kann. Da baue ich auf Fabian. Das geht so. Politik vielleicht ein bisschen, Wirtschaft eher nicht so. Mir fallen lustigerweise viel mehr Themengebiete ein, in denen ich mich schlechter auskennen würde, als die ich... Sag mal. Ach, Geografie, Astrologie, Naturwissenschaften allgemein ist alles ganz schlecht. Mhm. Physik, Chemie, Biologie wäre ich überall sehr, sehr schlecht. Also die Fälle, die ihr jetzt beide gerade aufgezählt habt, sind schon so mal die ersten 10 bis 12 Fragen. Ich verlasse mich darauf, du hast nur viel Popkultur reingemacht, nur Sachen, die dich persönlich interessieren. Ja, ich kenne dich ein bisschen. Ja, ich bin Und deswegen habe ich gedacht, ich passe hier rein. Ich hoffe aber auch, dass nicht so viel Astrologie-Fragen drankommen. Hey, Astrologie, das wäre mein Thema. Also. Fabian, du bist ja der Einzige, der diese Drucksituation in einem Quizformat ganz gut kennt. Wo warst du noch mal auf der großen Bühne unterwegs? Du meinst, als wir auf der Gamescom ein Chat-Duell gemacht haben? Genau, richtig. Das waren wir wahrscheinlich nicht mal. Nein, ich war natürlich mal bei Wer wird Millionär. Das war tatsächlich ein hoher Druck. Ich glaube, ich habe das schon mal an der einen oder anderen Stelle erzählt. Ich war in 2 Aufzeichnungen. In der ersten war alles sehr entspannt. Ich war sehr gut. In der zweiten war ich sehr, sehr schlecht dann. Und das ist schwierig, weil diese Aufzeichnungen lagen eine Woche auseinander und es baut sich sehr viel Druck auf in der Zwischenzeit. Und du kaufst auch schon sehr viel Sachen auf Verdacht in dieser einen Woche. Weil du denkst, nächste Woche, da bezahle ich die 100.000 Euro locker. Habe ich dann nicht. Mit wie viel bist du rausgegangen? 16.000 Euro. Mit 16.000 ist davon noch was übrig? Nein, schon lange nicht mehr. Okay, schade.
Sonst hätten wir vielleicht diese Sendung noch ein bisschen weitermachen können. Ah, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich ein bisschen was aufgehoben. Gut, dann würde ich sagen, ihr kennt ja die Regeln nach der ich habe gerade noch mal gehört, das ist jetzt die 68. Folge. Wir haben 68 Folgen Endgegner hier gedreht mit verschiedenen Themen. Heute wollen wir einfach alles von euch wissen. Und deswegen geht es jetzt los mit der allerersten Frage hier bei Endgegner Allgemeinwissen. Durch diese hohle Gasse muss er fliehen. Es führt kein anderer Weg nach Küssnacht, behauptet Wilhelm Tell im Drama von Friedrich Schiller. Wo ist da der Fehler? Ja. Irgendwas stimmt da doch nicht. Haben wir damals im Deutschunterricht, glaube ich, nicht durchgenommen. Doch, wir haben das behandelt. Vermuten, dass der Ort falsch ist oder irgendwie anders heißt. Der Anfang kommt mir sehr richtig vor, der erste Satz. Peinlich wäre es, wenn jetzt Wilhelm Tell gar nicht von Schiller wäre und keiner von uns ist sicher. Was sagst du dazu, Andreas? Ist es von Schiller? Ich glaube, die Aussage ist so komplett richtig. Ich kann da beim besten Willen keinen Fehler entdecken. Machen wir ja manchmal so. Wahrscheinlich fehlt das eh bei anderen. Nee, habe ich extra nochmal geguckt. Das ist schon in Ordnung. Das ist so zitiert. Nee, traue ich mich natürlich nicht. Gut. Ich glaube, ihr kommt da alle nicht drauf. Wenn, dann hätte es sofort Klick machen müssen bei euch. Das ist natürlich der berühmte Satz, durch diese hohle Gasse muss er kommen. Fliehen, sondern kommen. Wie ich gesagt habe, der Fehler im ersten Satz, war ich mir ganz sicher. Ja, absolut. Das ist aus dem Wunder von Bern, ne? Genau, ja. Haben viele sich auf den Rücken tätowiert, diese Aussage. Aber bei euch, ihr habt das noch nie gehört und wollt jetzt einfach weitermachen mit Aussage Nummer 2. Man kann sich ja hier nicht blamieren oder halt nur blamieren. Eins von beiden stimmt, sucht's euch aus. Zweite Aussage. Jetzt will ich die Buzzer hören. Wir sind im Bereich Geschichte. Oha. Der 8. September 1945 markiert das Ende des Dritten Reichs durch die bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht. Jetzt trauen sie sich nicht. Ach komm, na, sollen wir was riskieren? Geschichte ist doch dein Ding, Andreas. Ja, aber dieser Teil ist so ein dunkler Fleck. Ja. Ja. Wer traut sich, wer prescht nach vorne? Das sind so viele potenzielle Variablen. Stellen wieder drin, die da falsch sein könnten. Hat sie überhaupt kapituliert? Ja, Andreas, du zwingst die Leute hier immer zum Drücken. Heute musst du das richtig Gas geben. Doch, doch, doch. Ja, also ist es. Ja, es ist wahrscheinlich mehr falsch als nur das. Geht um einen inhaltlichen. Ich finde es keine Schande, wenn wir nicht drücken. Ja. Solange Andreas nicht in Führung geht, sitzen wir das aus bis zur letzten Frage. Das Problem ist nur, ich weiß es nicht ganz genau. Ich weiß, was der Fehler ist. Boah, das ist ey. Bleib da mal dran. Ja, das ist eine Chance von 1 zu 1 zu 30? Oder 31? Es wäre schön, wenn wir einen Buzzer hören würden, um erstmal auch zu gucken, ob die noch funktionieren. Wir wissen es ja gar nicht. Wie ist denn das, wenn Andreas falsch hat? Ja, weiß ich nicht. Ist der 11. Mai 1945? Müsste Mai sein, aber ja, Tag weiß ich nicht. Ist das der Geburtstag von Hitler? Der 11. Mai 1945. Ja, 20. April ist der Geburtstag. Ah, April. Ein Tag wie jeder andere und nicht der Tag, den wir Ja, haben. Aber mutig, dass du gedrückt hast. Mutig, ja, hätte ich nicht machen müssen. Finde ich auch. Ihr habt jetzt natürlich die Möglichkeit abzustauben. Es gibt einen Minuspunkt für Andreas. Ihr habt jetzt ein paar Infos bekommen von Andreas. Tja. Wollt ihr? Also der Fehler wird schon korrekt identifiziert gewesen sein, aber jetzt unter 365 Tagen den richtigen zu finden, das mache ich lieber nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Nee, es gibt ja auch in Russland diese Parade, die erst war, aber ich weiß nicht, welcher Tag das war. Genau, ich dachte, das wäre irgendwo Mai, Ende Mai. Achso, nee, das war viel später. Ja. Gut, also, wir schließen diese Frage. Du hattest aber einen richtigen Riecher. Wollt ihr jetzt nochmal was schätzen oder du nochmal nachlegen? 4. August. Durch mein kleines Lachen hat man schon gehört, dass es falsch war. 1. April? Nein.
Das war der April, Hammer. April, wir haben nicht kalkuliert. Also, Andreas hatte schon einen richtigen Riecher. Es war im Mai, aber tatsächlich haben wir es gar nicht so schwer gemacht. Es wäre der 8. Mai gewesen. Oh. Hier ist nur der Monat falsch gewesen. Okay. Der 8. Mai 1945. Das war der Tag der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. So, jetzt hat sich aber zumindest mal ein bisschen was hier am Punktetableau getan und wir werfen einen kleinen Blick darauf. Es steht minus 1 zu 0, 0. Alles ist noch drin. Die letzte Frage ist wie immer ein Bilderrätsel. Da gibt es die doppelte Punktzahl oder auch die doppelte Minuszahl. Dadurch kann einiges an Abstand aufgeholt werden. Wir kommen zur nächsten Frage und sind im Bereich Physik. Oh Gott. Weltall. Mhm. Astrologie. Unser Sonnensystem besteht aus 8 Planeten, die unterschiedlich weit von der Sonne entfernt sind. Die Nachbarplaneten des Saturns sind Jupiter und Neptun. Ja, da habe ich original gar keine Ahnung. Oh. Fantastisch. Das war das Hühnchen, Laura. Es sind schneller. Uranus statt Neptun. Das ist richtig! Juhu. Stark. Damit gibt es einen Punkt. Das war sehr schnell. Bist du im Kopf auch den Merksatz durchgegangen, oder? Ja, ich habe es aber nicht hingekriegt. Und dann dachte ich mir, nee, Neptun ist woanders. Es sind ja die 3 Gasriesen, glaube ich. Und ich meine, Uranus ist einer von den Riesen. Stark. Aber ja. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Noch nie gehört, aber cool. Was? Wie nochmal? Sag nochmal. Hast du nie gehört? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unser Nachthimmel. Früher war es ja unsere 9 Planeten. Ja, deswegen, ja, Pluto. Ja. Naja. Gut, das ist ein ganz starker Punkt hier für Laura und damit steht es 1 zu minus 1. Weißt du noch die Frage, bei der du gescheitert bist bei Wer wird Millionär? Ja. Natürlich weißt du es noch. Ja, ja, natürlich. Das brennt sich immer ein. Und ich habe da auch sehr unglücklich noch viele, mehrere Joker in dieser Frage verbrannt. Die klingt jetzt total einfach. Es ging darum, in welchem Kontext eine Netzmaschine zum Einsatz kommt. Und die Antwortmöglichkeiten waren sowas wie Tennis, WLAN-Modem, Weihnachtsbäume und noch irgendwas. Und obviously ist das natürlich diese scheiß Maschine, in die man diese Weihnachtsbäume schiebt. Ah, okay. Aber das hat nicht mal, ich habe auch das Publikum befragt und da haben sich irgendwie 2 Leute gemeldet. Da habe ich eine davon drangenommen und sagte die noch so, ja, ich weiß das jetzt auch nicht sicher. Ich würde aber sagen, es ist vielleicht für die Weihnachtsbäume. Ich war es dafür, aber ich habe dann lieber aufgehört. Ärgerlich. Wer wäre dein, wenn du dir von den beiden einen aussuchen müsstest als Publikumsjoker, wen würdest du, wenn die beiden aufstehen würden, wen würdest du nehmen? Wir sind in einem Team, ne? Also ich sag's nur noch mal. Achso, die Frage war an mich. Hm. Achso, Fabian natürlich. Hm. Obwohl Andreas hier durchaus bei Geschichte schon zumindest nicht brillieren, aber so also leicht glänzen konnte. Das ist so ganz leicht. Wow. Hm. Ich könnte mir vorstellen, bei Andreas, wenn er aufsteht, dass sie mir bewusst eine falsche Antwort gibt, um danach halt noch einen lustigen Witz zu machen oder so. Wow. Das ist einfach für den Unterhaltungsfaktor. Kann ich mir auch gut vorstellen. Da kennen wir unseren lieben Andreas beide ganz gut. Wir kommen zur nächsten Aussage. Hm. Irgendwo ist ein Fehler. Ich weiß aber noch nicht, wo. Ich lese es euch mal vor, ja? Der erste Präsident der USA war George Washington, der zweite John Adams und der dritte Thomas Gottschalk. Gut. Also die Aussage war, ja? Versuch's mal mit Thomas Jefferson statt Thomas Gottschalk. Hätte ich auch gesagt in dem Fall. Andreas hat gebuzzert und wagt es. Thomas Jefferson zu sagen. Und das ist korrekt. Yes! Das ist die richtige Aussage, Andreas. Thomas Jefferson, Thomas Gottschalk war tatsächlich falsch. Ne, das ist euch nicht... Wer hätte es gedacht? Ja, das war falsch. Aber Thomas Jefferson wäre mir hier zu einfach vorgekommen als richtige Antwort irgendwie. Ja, das ist eine sehr einfache Folge. Genau, also die Aussage, ich sag euch, das war so, die war schon mal kompliziert. Ich habe dann irgendwann gedacht, komm, das machen wir mal einfach. Ich will ja mal einen Buzzer hören. Jetzt haben wir ihn gehört, Geschichte ist einfach genau dein Ding. Beziehungsweise in dem Fall amerikanische Folklore, wie man es nennen kann. Gut. Kommen wir zur nächsten Aussage Nummer 5. Großer Jubel, nachdem Hans-Dietrich Genscher bei seiner berühmten Ankündigung das Wort Freiheit vom Balkon der Prager Botschaft 1989 ausgesprochen hatte. Deutsche Geschichte. Na, was hast du als kleiner Bub gehört? Freiheit ist falsch, müsste Ausreise gewesen sein.
Andreas sagt Ausreise. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal ins Video rein, um zu gucken, ob das stimmt. Die Auflösung haben wir hier als Video. Bitteschön. Ja, wie war das für dich damals, als du da standst? Ohne diesen Ausschnitt hätten wir uns nicht kennengelernt, Lars. Das stimmt, das ist wohl wahr. Also, gut, alles klar, haben wir gesehen. Gänsehaut, Moment, natürlich war Ausreise das letzte Wort, das man noch gehört hat, bevor die Leute studiert haben. Und das heißt, ein Punkt für Andreas und wir haben einen neuen Punktestand, einen neuen Zwischenstand. Und der lautet 1:1. Jetzt wird's hier nochmal spannend. Aber das war natürlich auch dein Ding. Sagst du, Geschichte ist ja so deutsche Geschichte. Ich weiß, du erzählst mir jedes Mal, wen wir es treffen, 5 Minuten irgendwas aus der deutschen Geschichte. Ist das auch so dein Steckenpferd, würdest du sagen? Nein, das ist noch nicht mein Steckenpferd. Mein Steckenpferd kommt wahrscheinlich in der nächsten Aussage. Ich bin ja sportlich sehr interessiert, naturwissenschaftlich. Also es gibt noch so viele Themenfelder, wo ich eine richtige Antwort wissen würde. Hm. Das Problem, es gibt halt auch so viele Fragen, auf die ich gar keine Antwort wissen würde. Gut, bei Star Trek warst du schon da, ne? Hätte es noch eine Ausgabe gegeben, wo du mitgemacht hättest? Von den existierenden? Ja. Star Trek Revanche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, was alles im Sortiment war. Hattet ihr eine Paläontologie-Ausgabe mal? Das wäre dein Ding. Ja, hätte ich vielleicht mitgemacht. Dann bist du heute falsch hier. Ja, gut. Aber ihr könnt ja alle noch mal in die alten Folgen reinschauen. Wir haben sie ja alle. Die sind ja alle da. Ne? Zieht sie euch alle noch mal rein. Es waren wirklich absolute Highlights dabei. Und heute generieren wir das neue Highlight. Und zwar tauchen wir jetzt ab in die große Welt der Medizin, Biologie. Mit Aussage Nummer 6. Der Hüftknochen, auch Os femoris oder Femur genannt, ist der schwerste Knochen im menschlichen Körper. Oh, das ist das Huhn. Oh Gott, das ist jetzt richtig peinlich, wenn es falsch ist. Aber der Femur ist doch der Oberschenkelknochen, oder? Laura hat auch in der Dekoration vielleicht häufiger mal mit Skeletten zu tun und weiß deswegen ganz genau, der schwerste Knochen im menschlichen Körper ist natürlich der Oberschenkelknochen. Wow. Richtige Aussage. Meine Mutti ist Physiotherapeutin. Ach, okay. Gut. Ja, 206 Knochen hätte ich gewusst, aber nicht, welcher der schwerste ist. Hast du nochmal nachgeschaut? Aber ich finde es interessant, dass du es nicht über, okay, dass der schwerste Knochen wusstest, sondern über den Femur natürlich. Krass. Der Oberschenkelknochen. Riesengroß, wahnsinnig schwer und auch sehr stabil. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, in die wir hätten gehen können. Der stabilste Knochen, das ist auch der schwerste. Gut. Punkt für Laura, 2:1, Kopf an Kopf. Kommen wir zu unserer nächsten Aussage und das ist Aussage Nummer 7. Und jetzt ist unser Taschenrechner ausgefallen. Oh no. Das ist ja eine Scheiße. Oh. Nee, wirklich? Jetzt ist da ein Error, kommt da und deswegen steht da jetzt gleich eine Aufgabe und die müsst ihr lösen. Und ich werde sie noch vorlesen, aber ihr könnt schon mal rechnen. Und es geht um eine Ableitung. Wir schauen uns das mal an. F von x ist gleich 4x hoch 5 minus 6x. Was ist die erste Ableitung dieser Gleichung? Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie das ging. Ich habe Mathe im Abi gehabt und war da sehr, sehr gut, aber ich weiß gar nichts mehr. Da bin ich auch raus. Ich mache das immer montags gerne vor der Arbeit. Nochmal 1, 2 Ableitungen. Hält frisch, hält knackig. Führt zu Haarverlust, das ist der Nachteil. Eine Ableitung, was war das denn nochmal? Weißt du es, Andreas? Ja, er grübelt. Ist das nicht eher was aus dem Sanitärbereich? Nein. Naja, das ist mir zu riskant jetzt hier. Also wir sind hier grob in einer Kurvendiskussion und wollen jetzt hier schauen, ist da ein Hochpunkt, Höhepunkt, whatever. Nicht in dieser Sendung wahrscheinlich.
Hattest du dich nicht auch für Mathematik gemeldet, als wir mal zu Mathematik aufgerufen haben? Nee, never ever. Es ist sogar eine recht einfache Ableitung, tatsächlich. Traut er sich's? Ich will sie noch nicht schließen. Das wäre so geil, wenn du es schaffst, bist du der klügste Mensch, der. Dann werden alle sagen, Andreas Lynch ist die klügste Bohne, die jemals existiert hat. Und wenn du jetzt drückst, hast du die Möglichkeit dazu. Das ist wahrscheinlich ziemlich leicht, wenn man weiß, was überhaupt eine Ableitung ist jetzt. Wisst ihr, wie lange ich schon aus der Schule raus bin? Das ist schon. Ja, bei dir ist schon lange her, ne? Das stimmt. Aber Andreas ist das noch. Ja, also, ja, so. Naja. Ich predige den Leuten immer kein Risiko zu gehen, weil es zahlt sich nicht aus. Das ist leider das Problem. Ich habe natürlich eine Ahnung, klar. Aber du sagst es meist mit einer Ironie und einem Unterton, dass du eben schon willst, dass die Leute drücken. Und genauso möchte ich das jetzt auch. Aber was heißt denn eine Ahnung? Also wenn du weißt, wie man sowas ableitet aus so einer Formel, du hast jetzt schon super viel Zeit gerade gehabt, um darüber nachzudenken. Versteht nicht. Also mich interessiert jetzt richtig, was die richtige Lösung ist tatsächlich. Ja, nee, ich bin nicht sicher, weil ich nicht weiß, wie man mit der 4 umgeht. Gut, dann schließen wir jetzt die Frage und Andreas darf schätzen. Ich hätte jetzt gedacht, dass man nimmt die 5 runter, dann wird da x hoch 4 draus. Also 5x hoch 4 beziehungsweise 5 mal 4 dann sind 20x hoch 4 minus 6. Das wäre die richtige Lösung gewesen. Oh, wow. Und du wärst der Schlauste bei Rocket Beans ever gewesen. Jetzt bist du so ein richtiger Lauch. Einer, der sich nicht getraut hat. Schaut ihn euch an. Geh close auf ihn. Geh close auf ihn. Das ist ein Mensch, der sich nicht getraut hat. Jetzt. Aber also allein, dass du das jetzt hier vorgerechnet hast, ist ja, also ich bin schwer beeindruckt, Andreas, ob du jetzt den Punkt hast, ja oder nein. Von mir aus halber Punkt. Ja, ich wusste halt nicht, ob ich dann 4 mal 5 rechnen muss oder ob das anders funktioniert. Hast du ja selbst, obwohl der Druck schon raus war, hast du ganz schön dir einen abgestammelt, aber es war genau richtig, wie du es erklärt hast. 4 mal 5, also genau, 20x so fair, 4 minus 6 wäre es gewesen. Klasse, Tag. Andreas, wirklich ein kleiner Respektpunkt natürlich für dich. Ja, manchmal lohnt es sich einfach zu drücken und Mut wird belohnt hier in dieser letzten Folge. Wir gehen wieder zurück, raus aus der Mathematik, bleiben aber natürlich so ein bisschen in der Schulzeit. Vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen. Oder ihr habt damit später auch noch mal was zu tun gehabt. Wir sind jetzt im Bereich der Biochemie, in diese Ecke. Aussage Nummer 8. Beispiel für eine Refluxreaktion. Zink reagiert mit Salzsäure zu Zinkchlorid und Wasserstoff. Hast du gerade gesagt Biologie? Biochemie. Hm. Ah, ich habe eine Idee, aber das ist geraten. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist eine Reduxreaktion, nicht eine Refluxreaktion. Riesling traut sich hier nach vorne. Und ich möchte jetzt noch mal hören, was du gesagt hast, genau. Eine Redux. Ach so, eine Reflux. Leider Reduktion. Ach, leider ist Andreas Lynch ostdeutsch geprägt und kann es deswegen nicht genau aussprechen, aber er meinte sicherlich, das Richtige ist eine Redox-Reaktion. Lassen wir gelten. Natürlich, Punkt für Andreas. Du würdest auch, wenn du es jetzt vorliest, würdest du wahrscheinlich trotzdem Redux sagen, oder? Diesmal vor? Redox-Reaktion. Reduktion, Oxidation und so weiter, eine Mischung. Also wir wollten gar nicht so kompliziert von euch wissen, ob das jetzt Salzsäure und Zinkchlorid und so weiter und so fort. Also Andreas, holt ihr einen Punkt nach dem anderen und mittlerweile steht es 2-2. Bleibt wahnsinnig spannend und bei Fabian bleibt es wahnsinnig ruhig. Das sind aber genau die Themengebiete, wo ich gesagt habe, ich weiß nichts. Aber ich sitze das aus. Ich meine, Laura ist hammergut. Ich sitze das aus. Gewinn das hier, ohne einmal gebassert zu haben. Doch, da kommt noch einiges für dich. Jetzt kommen wir zur Geografie. Ist das was für euch, ne? Bedingt. Bedingt? Okay. Gar nicht. Okay. Ich kenne alle 50 Länder der Welt. Aber ihr habt euch vorher noch mal den Atlas angeschaut und den Globus umgedreht. Ja, also auf jeden Fall. Werdet ihr jetzt hier alle drei gleichzeitig drücken und wir werden auf unsere Technik achten müssen, wer denn wirklich hier Fotofinish als erstes gedrückt hat. Wir kommen zur Aussage Nummer 9 und die lautet: Länder und ihre Hauptstädte. Australien, Canberra. China, Peking. Haiti, Port-au-Prince. Kenia, Mombasa. Oh! Laura drückt. Die Hauptstadt von Kenia ist Nairobi. Vorher noch mal Afrika gecheckt.
Und das war gut so. Die Hauptstadt von Kenia ist Nairobi. Das heißt Punkt für Laura. Stark. Richtig stark. Hat sich aber das gestern Abend noch wird Millionär bewerben, glaube ich. Ich hatte gehofft, es kommt Kanada dran. Das haben nämlich viele nicht auf dem Schirm, dass das Ottawa ist. Ja, so bereitet man sich nicht auf eine Prüfung. Aber stattdessen Port-au-Prince. Die Vielflieger unter uns. Ja, ich habe eine Frage habe ich vorbereitet. Wenn die gekommen wäre, dann hätte ich eine 1 geschrieben. Gut, also Kenia, Nairobi ist die richtige Antwort gewesen. So Geografie, Fabian auch nicht. Auch nicht so. Mhm. Wirklich sehr, sehr spitze Fachgebiete. Hast du denn in der Sendung Wer wird Millionär bei irgendwas brilliert, wo du dachtest, Mensch, das hätte ich mir gar nicht zugetraut, dass du da irgendwie eine richtige Hauptstadt gesagt hast oder so? Nee. Nee, ich wusste die Postleitzahl von Beverly Hills, weil man es ableiten konnte aus der TV-Serie damals. 90210. Das habe ich aber erst in dieser Aufzeichnung Wer wird Millionär gedacht, dass die Postleitzahl ist, die da in diesem Namen der Serie drin steckt. Das aber war dann die 500-Euro-Frage, oder? Ja, sowas um den Dreh, das war was Niedriges. Gut. Komm, nee, eine Frage habe ich noch, wer will mehr spezifisch, was ist der wertvollste Joker? Also bei mir war, also warte mal, ich muss überlegen, ich glaube, mein Telefon-Joker, der hat funktioniert. Der hat die Frage richtig beantwortet. Das war Tino Hahn übrigens. Ah, ach, wirklich? Ja. Ach, witzig. Und der hat es auch noch gewusst? Der wusste. War das eine filmspezifische? Nee, es war eine musikspezifische Frage. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt einfach zur nächsten Rubrik und wir sind jetzt angelangt beim Sport. Aussage Nummer 10 lautet, die letzte Sommerolympiade fand in Tokio statt, 4 Jahre zuvor in Madrid. Die letzte Winterolympiade wurde in Peking ausgetragen. Das stimmt so nicht, kann ich euch sagen. Also ich weiß, was falsch ist, aber ich weiß nicht, was richtig ist. Ich glaube, ich würde hier sogar auch erkennen, was falsch ist. Mhm. Ihr könnt euch auch beraten, ne? Im Team. Kommt selten vor. Aber es hört Andreas ja. Oh. Nee, ich höre weg. Ich kann sehr schlecht flüstern, tatsächlich. Ja, dann wird das nichts. Mein Kehlkopf weiß irgendwie nicht, wie das funktioniert. Ja. Ihr könnt sonst auch kurz das Studio verlassen und euch da besprechen. Das ist auch kein Problem. Wahrscheinlich ist mein einziger Lösungsweg dahin, ist darüber nachzudenken, welche Mario und Sonic Olympiaspiele es gab und welche Städte da aufgetaucht sind. Ja, manchmal reicht das. Jetzt kommt dein Nerdwissen. Die Winterolympiade war in Atari. Ja. Ach, das ärgert mich. Seid ihr kurz davor, es rauszufinden? Ja, oder? Lassen wir mal ein bisschen Zeit. Ja, klar, gerne. Fabian. Ja. Es könnte sein, ja. Also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass das falsch ist, was du gerade gesagt hast, aber... Du kannst ja doch richtig... Komm, riskiert mal was. Ich habe auch viel riskiert schon. Noch nie jemanden so gut flüstern hören. Ich habe auch viel probiert. Ja, das stimmt. Das stimmt, ihr müsst euch mal was trauen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob das stimmt, was du jetzt gesagt hast. Ich meine halt, dass... Ja. Warte mal. Ich glaube, wir wissen ja alle in etwa, was falsch ist. Und, ja. Ich weiß sogar, was richtig ist. Nee, echt? Sag mal. Sag mal, Lars. Traut euch. Wir wollen viel Action sehen heute. Es ist die allerletzte Folge. Demonstrativ wird hier der Buzzer sogar aus der Hand gelegt. Es ist an denen jetzt mal. Sonst buzzert dein Penis. Wow. Ja, nee. Würdest du noch sagen, wann Tokio war, in welchem Jahr? Nein. Naja, aber kann man sich das nicht... Nee. War das vor 2 Jahren, oder? Come on. Ich sag euch gar nichts. Traut euch mal was. Ihr habt doch das eine Antwort. Ihr seid zu zweit. Rate ich den Kandidaten auch immer den... Also ich glaube, ich weiß, auf welchem Kontinent das war, aber ich weiß nicht mehr, welcher Ort. Gut, ich lasse 5 Sekunden noch Zeit euch. Nee, das ist mir zu riskant. Oder im richtigen deutschen Satz, ich lasse euch noch 5 Sekunden Zeit. 5. Ah, nee, 4. warte. Ah, dann gebe ich euch noch mal 5. Ah. 10. Ja. Die waren in Rio, oder? Stadt wo? Was denn? Stadt Madrid. Ach, Stadt Madrid. Ja, das ist absolut korrekt. Hammer. Ah,
Wahnsinn, wie kannst du denn jetzt die, nach all der Zeit? Ich dachte die ganze Zeit, das war irgendwo in Asien, das war nicht Europa. Die waren alle nicht in Europa, die letzten Olympischen Spiele. Das muss in Asien gewesen sein. Und dann auf einmal so, nee, das war in Südamerika. Ja. Verdammt richtig, ja. Gut, ja. Ja, als du gesagt hast, du weißt den Kontinent, habe ich gedacht, hä, wo in Südamerika oder Amerika denkst du denn, dass es sonst war? Aber da warst du auf der falschen Fährte und dann doch goldrichtig und hast hier den Punkt geholt. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt, denn jetzt steht es 4-2. Jetzt muss hier einiges von Andreas nochmal auf die Schippe. Aber ein Unentschieden würde für dich reichen. Ach, geil. Und es sind noch einige Fragen und viele, viele Punkte offen. Hast du gesagt, dass Lauras Antwort goldrichtig war? Nee, aber dafür bist du ja da. Nein, hast du. War also, stark. Jetzt kommen wir zu Aussage Nummer 11 und wir tauchen ein in die wunderschöne, gruselige Welt des Märchens. In Schneeweißchen und Rosenrot ist der Wolf in Wirklichkeit ein vom Zwerg verwunschener Königssohn. Das ist Lauras Huhn. Das ist kein Wolf, sondern ein Bär. Das ist der nächste Punkt für Laura. Das ist stark. Stark. Unfassbar. Unfassbar. Stark. Das ist auch ungefähr das Einzige, was ich von diesem Märchen noch, also ich weiß nicht, was die Geschichte ist, aber ich weiß, dass da ein Bär vorkam. Ja? Ja, das ging um verwunschenen Königssohn. Irgendwie sowas. Stark. Hm. Ich habe auch keine Ahnung von Märchen. Nicht euer Themengebiet auch? Null. Doch. Eigentlich schon, also ja. Als Kind, aber Schneeweißchen, Rosenrot wäre jetzt nicht so das typische Ding, wo ich gesagt hätte, ja, weiß ich gleich alles. Okay. Verstehe auch nicht, was diese ausgedachten Geschichten hier mit Allgemeinbildung zu tun haben. Gut, das kannst du gerne in den Kommentaren, so wie du sonst auch immer rumtrollst, klären. Wir machen aber einfach weiter, beziehungsweise schauen nochmal ganz kurz auf den Punktestand. Jetzt steht es 5-2. Ich wollte nicht nochmal drauf eingehen, um jetzt hier Andreas nicht zu demütigen. Aber jetzt muss schon einiges passieren. Es gibt aber noch einige Punkte zu holen, Leute. Und nun kommen wir zur nächsten Aussage. Aussage Nummer 12 beginnt mit dem Namen Marie Curie, erhielt den Physiknobelpreis für die Entdeckung der Radioaktivität und den Chemienobelpreis unter anderem für die Entdeckung der Elemente Uranium und Radium. Oh, so viele Scheiße. Details. Ja, Mann. Wusste ich noch was. Ja. Bockschwer. Aber wenn man es weiß, ist es ganz einfach. Aber wenn man es nicht weiß, ist es bockschwer. Könnt euch beraten, aber da kommt ja gar nichts bei euch. Das klingt irgendwie alles richtig. Ach, der, was ist das denn mit den Elementen da auch noch am Ende? Was soll das denn? Tja, was soll das, ne? Ja, aber ich weiß auch nicht die Lösung. Aber Allgemeinwissen ist wirklich meine Lieblingsausgabe jetzt schon. Überall mal eintauchen, Unwissen dalassen und wieder abtauchen. Das immer's. Tja. Ja, schließen wir die Frage. Ja. Und ich helfe euch mal. Habt ihr eine Idee? Ja, aber also es ist halt eher so ein Typo-Ding. Also ich dachte immer, das heißt Uran und nicht Uranium. Aber, nee. Das wäre es auch nicht gewesen, nein. Ja. Ihr habt eine Idee? Entdeckung der Radioaktivität stimmt auf jeden Fall. Chemienobelpreis stimmt auch. Da ist alles richtig an der Aussage. Außer das Wort Uranium, in dem Fall Polonium. Ja. Ach ja, Mann. Das war's. Berühmte Entdeckung dieser Elemente. Gut. Gibt es nicht diesen spannenden Fakt, dass es keinen Mathe-Nobelpreisträger gibt, weil Alfred Nobels Frau eine Affäre hatte mit einem Mathematiker? Ich weiß nicht, ob dieser Ansatz der Erklärung irgendwie stimmt, aber dass es keinen Mathematik-Nobelpreis gibt, glaube, das ist der Grund. Ich wohl auch. Ja, das stimmt so. Hattet ihr denn welche Fächer, was war denn dein Lieblingsfach zum Beispiel? Gehen wir mal Reihe um in der Schule. Also natürlich Kunst, aber davon abgesehen würde ich tatsächlich sagen, Biologie war so mein Ding. Bei mir war es am Anfang, so Grundschule würde ich sagen, Mathe.
Und später immer eher Sprachen dann, also Englisch vor allem. Deutsch auch fand ich auch gut. Selbst Latein fand ich irgendwie okay, aber ja? Englisch würde ich sagen. Also mein Favorite. Hast du das große Latinum? Das konnte man damals noch machen, es hätte aber keinen Vorteil gebracht für eine Studienzulassung oder so. Ich habe auch nur das Kleine dann gemacht. Würde dir jetzt auch nicht mehr so viel bringen. Bei den restlichen Fragen? Nee, insgesamt bei deinem Job. Ach so, ja, das stimmt. Beim Nintendo braucht man jetzt nicht so viel. Einfach meine Vorstellung von deinem Job ist Nintendo. Du analysierst Nintendo. Du hast das große Latinum? Ich habe das große Latinum, ja. Wow. Ich habe sogar meine Abiturprüfung in Latein auch gemacht. Ach, weil aus irgendwelchen Gründen war ich mittelmäßig gut. Und das hat gereicht im Durchschnitt des Kurses, dass ich zu den sehr Guten gehört habe. Mhm. Obwohl ich es eigentlich jetzt nicht besonders gut drauf hatte, aber ja. Was heißt Oberschenkel auf Oberschenkelknochen auf Latein? Heißt das Femur? Oh. Ja, sowas. Bei dir waren es noch die Lieblingsfächer? Englisch, Geschichte. Meine mündliche Abi-Prüfung war zum Thema in Ethik, Phasen des Sterbens. Hm. Und ich kann sagen, ich bin jetzt hier schon in der Phase der Akzeptanz, dass ich hier wahrscheinlich nicht den Sieg davon tragen werde. Ey, es ist wirklich noch alles drin. Du sagst es ja immer wieder in den Sendungen und so ist es auch. Wir haben noch 13, 14, 15. Die 15. Aussage gibt doppelte Punktzahl. Hier kann wirklich noch ein Wunder geschehen. Wir kommen zur Aussage 13 und sind im weiten Umfeld der Kunst und Musik. Beethoven komponierte die Ode an die Freude, 9. Sinfonie, Mozart den Radetzky-Marsch und Tschaikowski das Ballett Der Nussknacker, das 1892 seine Uraufführung erlebte. Also Beethoven, der Ode an die Freude, 9. Sinfonie, Radetzky-Marsch, Mozart und Der Nussknacker von Tschaikowski. Ich hatte Endgegner gar nicht so schwer in Erinnerung. Es ist immer so viele kleine Details in diesen Fragen standen. Ja. Also geil, wenn jetzt das Ja falsch ist. Aber warum steht es denn sonst da? Das ist ja auch super random. Ja, super random. Kann ganz viele Gründe haben. Ja, ich... Ach, tja, aber ja, von wem sonst? Habt ihr eine Idee? Ja. Was denn? Dass die Ode an die Freude nicht die 9. Sinfonie ist? Da du nicht in meinem Team bist. Ja. Oh Mann. Wir haben alle keinen Plan. Doch. Laura auch. Also sagt Andreas, dass einfach nur du keinen Plan hast. Tja, aber ich weiß nicht, wer sonst. Könntet ihr den Radetzky-Marsch mal einspielen? Ja. Das würde ja jetzt nicht tendenziell. Ja, aber bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. In der Regie, ihr hört schon mal nach und gibt mir dann aber das, Bescheid. Ob das Komische ist, also der Radetzky-Marsch muss ja richtig sein, der da steht, weil du sollst den Fehler ja korrigieren. Und was wäre denn in dem Fall die richtige Antwort? Weil Mozart hätte noch 10.000 andere Dinge komponiert. Du könntest diese Lücke gar nicht mit der richtigen Antwort füllen, wenn das falsch wäre. Ja, ich glaube, es ist auch eher der Komponist das Problem. Mhm. Tschaikowski und Nussknacker, das stimmt, glaube ich. Mhm. Ich höre gerade, es wurde bestätigt, es ist genau das richtige Lied. Okay. Wir müssen es später sogar rauspiepen, weil es so nah am Original war, dass die GEMA bereits angerufen hat. Genau. Also, ist frei, oder? Allein, also vom Klang her hätte ich eine Vermutung, wer es eigentlich geschrieben haben könnte. Mhm. Aber das ist nur Raten, deswegen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier schon sehr lange euch Zeit gegeben. Ich schließe die Frage und du kannst schätzen, Laura. Es ist halt so. Marsch und Uftata und so ist halt oftmals auch Wagner. Aber ja, ich war Wagner oder Schubert. Mhm. Keine Ahnung, Radetzky-Marsch. Aber das ist auf jeden Fall nicht Mozart. Fabian. Ich sitze einfach nur hier und guck zu. Du warst bei Rembrandt, oder? Gut, nein, also man kennt das ja immer aus dem österreichischen Fernsehen im Neujahr. Naja, auf jeden Fall ist die richtige Antwort tatsächlich, beziehungsweise die falsche Antwort war Mozart und die richtige wäre Johann Strauss. Gewesen. An der Stelle, der den Radetzky-Marsch komponiert hat.
So, nun haben wir nun wirklich schon einiges an unterschiedlichsten Genres abgebildet und bleiben einfach, weil es hier gerade so muckelig ist in der Musik. Aber spazieren ein paar Jahre nach vorne. In die Zukunft. Also in die Gegenwart. Aussage Nummer 14 lautet: Die aus Liverpool stammende Band mit John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Charlie Watts heißt. Charlie Watts ist falsch, Ringo Starr. Die Frage wäre weitergegangen. Ich lese mal noch weiter vor. Heißt The Beatles. Und Charlie Watts ist tatsächlich hier der Fehler gewesen. Andreas hat noch mal einen Punkt geholt. Ringo Starr ist die richtige Auflösung. Das war eine relativ einfache Frage hier. Stimmt. Kurz vor dem Ende. Charlie Watts kennt ihr? Nö. Nein? Nö. Wäre Mitglied der Stones gewesen, ein kleines Easter Egg hier an der Stelle, das nicht gelöst wurde. So, jetzt wollen wir doch noch mal auf den Punktestand werfen. Denn tatsächlich steht es jetzt 3-5. Das heißt, es gibt ja jetzt noch das Bilderrätsel. Wer das richtig hat, bekommt 2 Punkte. Dann, wenn Andreas diese Antwort also richtig beantwortet, diese Frage, dann bekommt er 2 Punkte obendrauf, dann haben wir einen Gleichstand und damit wäre Andreas hier der Sieger. Denn der Endgegner muss geschlagen werden. Bei allem anderen, was passiert, wärst du der große Verlierer. Nein. Ja, wieso? Ich könnte es falsch beantworten, dann hätten wir auch nur noch 3 Punkte. Das stimmt, das geht natürlich auch. Dann gibt es 2 Minuspunkte. Eigentlich müsstet ihr natürlich. Und dann könnte ich es nochmal falsch beantworten, wäre runter auf 1. Dann hätte ich auch gewonnen. Darfst du nochmal buzzern, wenn wir falsch beantworten? Schon? Nee, ja, er könnte halt einfach. Ja, gut, wir wollen einfach mal schauen, was passiert, denn es ist die allerletzte Aussage, die dieses Format je Gott! Hat. Oder es gibt noch ein Stechen. Nee, dazu glaube ich nicht mehr. Aber wir kommen nun zu dem Bilderrätsel. Doppelte Punktzahl. Ihr korrigiert die Aussage. Wir sind in der Kunst. Das macht Laura. Das gedacht bei einem Bilderrätsel. Leichter Vorteil vielleicht für Laura. Sag das nicht. Um nochmal zusätzlich Druck aufzubauen. Das hier hat Nils Bohmhoff gemalt. Das ist von Rubens. Laura sagt, das da. Ah, nee. Go with a pearl earring. Das ist falsch. Sei schon Scheiße, Rubens. Und das ist tatsächlich die falsche Antwort. Darf ich auch noch drücken? Du musst jetzt erstmal ruhig sein. Das heißt, 2 Minuspunkte für das Team. Aber genau das wollten wir doch. Wir wollen doch die Spannung. Jetzt fragen wir Andreas, willst du hier absahnen? Ey, oder? Also ja, aber erst nach der Sendung. Ich habe so viel riskiert. Ich habe eine Vermutung, aber ich traue mich nicht, das zu buzzern. Weil wenn du jetzt nicht buzzerst, hast du gewonnen. Was ist das für ein schönes antiklimaktisches Ende für diese Sendung? Buzzerst jetzt. Nee, das traue ich mich nicht. Ich habe eine Vermutung, es ist eine weibliche Künstlerin. Aber ich traue mich nicht, das zu sagen. Nee, das stimmt. Nee. Dann bin ich komplett raus und halte meinen Maul. Dann schließen wir jetzt die Frage. Du kannst natürlich noch mal. Ist es Vermeer? Ja. Ja. Oh, richtig wäre gewesen, Jan Vermeer aus den Niederlanden. Okay. Ich hätte noch 3 Sekunden mein Gehirn arbeiten lassen sollen. Ich war bei Frida Kahlo und bin offensichtlich komplett dumm. Ja, weil wir darüber mal vor 2 Wochen gesprochen hatten. Nein, so einfach bin ich nicht zu durchschauen, Frida Kahlo. Ja, tatsächlich, Jan Vermeer wäre es gewesen. Die Mona Lisa des Nordens, sagt man auch zu diesem Gemälde. Wirklich ein berühmtes Ding, aber kein Schwein weiß, wer es gemalt hat. Außer Laura im Zweiten. Im Zweiten. Oh. Aber das ist doch wunderbar, denn nun schauen wir mal auf den Punktestand. Es ist doch, also das kannst du ja nicht schreiben, du. Das kannst du nicht schreiben, was hier passiert. Es steht nun 3-3 und bei einem Unentschieden gewinnt tatsächlich der Endgegner. Also haben wir einen bestehenden, aktuellen, unendlichen Endgegner, Andreas Link. Yes! Winner is... Yes! Wie fühlt sich das an? Genauso wie es mir immer vorgestellt hat, nein. Also es war hier alles auf Augenhöhe, das hat man gesehen. Laura hätte den Sieg hier auch verdient gehabt, aber sie hat nun mal nicht gewonnen, sondern hier sitze ich und hier sitze ich für immer. Niemand kriegt mich hier jemals mehr weg aus diesem Thron.
Ja, aber man muss wirklich sagen, eigentlich hat Laura mindestens eine Krone verdient, denn wie viele Feiglinge hier schon saßen, die eigentlich nichts mehr hätten machen müssen, doch, nö, jetzt buzzer ich nicht und du hast dich wenigstens getraut, war eine 50-50-Entscheidung, aber ärgerst du dich jetzt sehr? Mein Stolz ist ein bisschen gekränkt auf jeden Fall, aber also ich rette mich damit, dass ich zumindest noch die richtige Antwort danach schieben konnte. Ich würde das Format allein für dich, glaube ich, noch fortführen jetzt. Du hast das so toll gemacht, so viele Fragen hier beantwortet, wo ich gar nichts von wusste. Na gut, aber machen wir weiter. Soll ich euch mal sagen, auf was ich mich am allermeisten freue, dass wir jetzt endlich von diesem Sessel diesen Bezug abziehen. Der löst sich schon auf, ich habe den überall in der Hose. Ja, es ist wirklich, es tut mir immer wieder leid, wenn wir den hier hinstellen und sich da jemand draufsetzen muss. Ja, das, eigentlich ist es ja ganz schön, dass du hier sitzt. Du hast ja hier auch mitgearbeitet am, am Design und an dem, allem, was wir hier sehen. Andreas ist der Moderator, ich bin der Redakteur, hab natürlich zum Schluss ganz tolle Hilfe gehabt von immer wieder einigen, das war so ein bisschen ein Praktikantenjob bei uns, die uns dann mitgeholfen haben, hier die Endgegnerfragen zu schreiben. Jetzt zum Schluss aber wirklich Leo und Maxi, die da tatkräftig mitgeholfen haben. Aber ich will jetzt hier gar nicht groß abmoderieren, denn das muss natürlich Andreas machen. Wollen wir noch die Stichfrage, die ich aufgeschrieben habe, aus Spaß noch Vielleicht weiß ich ja die. Ja, vielleicht weißt du die. Ne? Komm, die machen wir einfach noch, weil es ist ja einfach vorbei. Die letzte Aussage wäre gewesen, der Pearl-Index ist ein Maß für die Wirksamkeit von Werbung. Von Verhütungsmitteln. Ganz genau. Und auch diese letzte Frage hättest du richtig. Das kann man als Mann gar nicht wissen. Entschuldigung, es gibt auch Verhütungsmittel für Männer. Ganz genau. Oh nein. Ganz genau. Schau mal auf die verschiedenen Pearl. Ja, als zweifacher Vater weißt du davon auch nicht so viel. Ich habe davon noch nie was gehört. Gefängnisverhütung. Also, Andreas, ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir. Ja, ich muss natürlich ein ganz großes Dankeschön dalassen an alle, die hier in den letzten Jahren an diesem Format mitgewerkelt haben. Allen voran, du hast schon gesagt, die Redakteure Lars, der das Format hier auf den Weg gebracht hat, erfunden hat. Maxi und Leo, die hier gerade in den letzten Staffeln die Fragen entwickelt haben. Und natürlich auch alle Kandidaten und Kandidatinnen, die sich hier dem mutigen Kreuzverhör gestellt haben. Und das muss man wirklich mal sagen, gerade auch im Vergleich zu anderen Quizshows, die wir auf dem Sender haben, das ist einfach eine große Herausforderung, weil du nicht nur was wissen musst, sondern so was wissen musst, dass du es auch korrigieren kannst. Also große Herausforderung. Für uns auch immer in der Redaktion natürlich eine Herausforderung gewesen, eben die Fragen so bombensicher zu machen. Nichtsdestotrotz hatten wir, glaube ich, ja über 60, du hast gesagt, fast 70 Folgen. Puren Spaß mit diesem Format. Danke auch an die ganze Regie-Crew und natürlich an die Zuschauer und Zuschauerinnen, die das hier immer wieder möglich gemacht haben, kommentiert haben, Themen vorgeschlagen haben, die wir umgesetzt haben, nach unseren besten Möglichkeiten. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war doch eine richtig tolle Sache. 5 Jahre Endgegner, 5 Jahre Aussagen, die es zu korrigieren geht, 5 Jahre voller Fehler. Das war Endgegner, ihr Süßen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.